Hallöchen, liebe Shisha-Freunde und liebe Dampfer-Freunde. Ja, heute gibt es mal eine gesunde, beziehungsweise ich will nicht sagen gesund, also nicht zu 100% gesund, sondern eine gesündere Alternative zur Shisha. Ja, Freunde, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen, was kann das sein? Richtig, Freunde, es ist ein elektronischer Shisha-Kopf. Das heißt, es ist ein Gerät. Genau, das hier, das stelle ich heute vor. Es ist ein Gerät, was man auf den Kopf raufsteckt, beziehungsweise auf die Shisha und dampft denn oder raucht, ne, dampfen ist das ja eher, durch die Shisha. Das heißt, es ist in dem Sinne eine E-Zigarette, die man auf die Shisha so ungefähr raufhält. Also jetzt mal übertrieben in dem Sinne, einfach mal gedacht, raufhält und dann dampft beziehungsweise mit raucht. Aber man hat dieses Shisha-Feeling trotzdem. Also es ist im Grunde ein Spagat zwischen E-Zigarette und Shisha, wo ich sagen muss, Freunde, dazu kann man E-Shisha sagen, aber nicht zu dem anderen Ding. Ich hasse es, wenn Leute zu dem anderen E-Shisha sagen. Das ist für mich immer noch eine E-Zigarette und das ist, oder eine Vape, ne? Aber das hier kann man E-Shisha nennen, weil das im Grunde was mit einer Shisha zu tun hat, Freunde. Aber gut, das Ding schauen wir uns heute an. Und zwar haben wir hier oben, also ich zeige das eigentlich auch einfach mal von nah. So sieht das ganze Ding von nahen aus. Ist ungefähr, ja, groß wie eine Hand. Steckt man oben auf die Shisha rauf. Hier oben haben wir einmal einen Tank mit einem Coil drin. Das kann man auch auseinanderschrauben. Dann kann man da den Coil reinschrauben. Dann hat man, wie gesagt, hier oben den Tank. Dann hat man unten noch eine LED-Reihe. Die werden wir auch gleich sehen. Oben haben wir so ein, ja, wie soll man sagen? Ich habe keine Fingernägel, deswegen muss ich das mal so lösen. Und zwar haben wir hier oben so eine Metallplatte, die können wir nämlich einfach anheben. Darunter sind zwei Magnete. Das hat mal wieder super geklappt. Also darunter sind zwei Magnete. Hier haben wir dann so einen Einfüllmechanismus, den kann man einfach abziehen und dann kann man Liquid reinfüllen. Dann macht man das hier oben einfach wieder rauf. Dann haben wir hier einmal ein Display, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir, na, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist er an. Dann haben wir hier einmal ein Display. Dort sehen wir einmal die Wattzahl, die Ohmzahl und die Voltzahl. Wenn ihr das einmal gesehen habt, hier haben wir die Verstellregler. Hier können wir höher stellen. Genau, bis 100 Watt geht der. Es gibt einen mit 100 und 200 Watt. Also einen mit 100 Watt und ein Gerät mit 200 Watt. Und hier können wir das Ganze runterstellen. Unten haben wir dann das, was wir auf den Kopf raufstecken, beziehungsweise auf den Shisha-Kopfanschluss. Und ja, das ist das Gerät schon grob erklärt. Unten haben wir noch so ein, ja, wie soll man sagen, man dreht es halt ein Stück auf, also man drückt es rein, dreht es ein Stück auf, dann kommen unten Batterien rein. Die passenden Batterien sind mal dafür in die Beschreibung verlinkt, beziehungsweise passenden Akkus. Da steht auch einmal ein Plus und einmal ein Minus. Das heißt, das ist die Oberseite. Also auf die Seite, wo Plus steht, da muss oben Plus sein und auf der anderen Seite Minus. Also so sieht das denn aus. Na, da sehen wir ein Plus, da sehen wir ein Minus. Sorry für mein Gewackel, aber da sehen wir ein Plus und da sehen wir ein Minus. Und dann haben wir dann so eine Kontakte und die Platte schrauben wir dort einfach rauf, beziehungsweise stecken wir einfach drauf, drücken das Ganze runter und drehen das Ganze rum. Und dann ist das Ganze schon verschlossen. Was ist noch im Lieferumfang im Halten? Bei der 100 Watt Variante ist noch ein Ersatzcoil bei, der ist ja auch drin, da unten ist noch ein Ersatzcoil. Die kann man natürlich auch einzeln kaufen, ist auch mal in der Beschreibung verlinkt, diese Ersatzcoils dafür. Und ein Ladekabel, womit man das ganze Gerät auch laden kann. Ne? Ist ja der Sinn eines Ladekabels. Gut, Freunde. Und eine Anleitung ist auch noch bei. Aber eigentlich das, was ich hier gerade erzählt habe, mehr muss man nicht machen. Also wie gesagt, hier oben hat man noch so ein Gummiteil, was man so abziehen kann. Den Tank kann man einzeln abmachen. Und ja, erstmal zum Gerät. Wie gesagt, bis 100 Watt geht die ganzen Sachen. Es hat eine Zugautomatik. Das heißt, wenn das unten an der Shisha dran ist, das werden wir auch gleich, also ich werde es euch gleich auch vorführen, und man einfach zieht an der Wasserpfeife. Dann zieht sich das Ding automatisch. Man muss also nicht drücken, das kann also einfach auf der Shisha weit wegstehen, sage ich mal in dem Sinne. Und man kann einfach ziehen und es zieht automatisch, also es feuert automatisch. Es ist also ähnlich wie eine E-Zigarette, das ganze System, nur dass es halt diese Zugautomatik hat, was eine normale E-Zigarette, wie wir jetzt sie kennen, sei es jetzt die oder sei es jetzt irgendeine andere, nicht hat. Das heißt, man steckt es einfach rauf, kann ganz normal ziehen, ohne was zu drücken und die ganze Sache feuert. Genau. Also, was gibt es noch zu sagen? Lass mich mal kurz überlegen. Eigentlich nichts weiter. Deshalb würde ich sagen, werden wir das Ganze jetzt auf die Shisha raufstecken und werden das Ganze ausprobieren. Dazu habe ich mir nicht gekauft, also ich habe sie mir gekauft, aber die wird auch noch vorgestellt, die Odoman Micro. Das macht sich nämlich gerade irgendwie perfekt. Ich habe die mir gestern geholt und da passt das irgendwie perfekt drauf zum Zeigen. Stecken das Ganze einfach hier rauf, so damit ihr das Ganze auch mal seht. Ne? So steckt man das hier einfach rauf. Ich zeige euch das mal. Na?
Pass mal die Odoman-Mikro einfach mal an. So ist das ganze Ding jetzt drauf. Unten ist Wasser drin. Oh, ist eine ganz normale Shisha. Also die sieht jetzt halt anders aus. Das ist eine ganz normale Shisha. Da hinten steht auch noch einer. Damit werden wir es auch noch ausprobieren, Freunde. Damit ihr seht, das geht auf jede normale Wasserpfeife rauf. Und was wir dann nur noch tun müssen, ist hier anschalten das Ganze. Na, wann ist es an? Eigentlich, wenn es oben blau leuchtet, genau. Jetzt ist es an, das zeigt er an, 43 Watt. Zeigt jetzt an, da können wir mal hochgehen, ein bisschen auf 50 Watt. Na, 52 Watt, das ist in Ordnung. Und dann heißt es eigentlich nur noch ziehen und es geht los, Freunde. Ich mache mal hier das vor meinem Gesicht so, damit das Ding irgendwie mal scharf gestellt wird. Ne? Es wäre wunderschön, wenn du das Ding scharf stellen würdest und nicht mein Gesicht. Genau, jetzt ist die ganze Sache scharf und dann ziehen wir einfach mal. So, habe ich mal zwei dazu genommen und jetzt, damit ihr mich mal auch seht, dann seht, ich ziehe wirklich, hier haben wir den Schlauch, hier haben wir das Teil, hier unten das Wasser drin, das sollte man jetzt auch blubbern sehen. Genauso funktioniert die Sache. Also das, was ich meine mit der Zugautomatik, ich muss hier oben nicht drücken oder so, ich kann einfach ziehen und die ganze Sache funktioniert. Genau. Was gibt es jetzt noch sozusagen? Also auspusten kann man auch ganz normal. Also wenn man jetzt hier unten das Pulverwasser rauspustet, dann kommt es hier oben auch raus, nicht wundern. Habe ich übrigens gerade Pulverwasser gesagt, ich meine natürlich den Rauch. Oder den Dampf in dem Sinne, ist ja Dampf. Und ja, so funktioniert die ganze Sache. Also es ist kein schweres Prinzip. Es ist halt einfach nur eine Zugautomatik, ein Coil, der durch diese Zugautomatik befeuert wird. Der kriegt dann die, sag ich mal, die Power durch die Akkus, die eingestellte Wattzahl. Und der verdampft dann das Liquid, was hier oben drin ist, was da oben reinpasst. Also gefühlt würde ich sagen, da passen 30 Milliliter rein, 25 ungefähr. Also das ist schon eine ganze Menge. Ist jetzt einfach vom Gefühl, es können auch 50 sein so. Aber ich sag mal, 30 werden es auf alle Fälle sein. Und ja, dann kann man halt hier sitzen und... ganz normal ziehen. Ne? Also es ist in dem Sinne, also wenn ich das Ganze jetzt bewerten muss, es ist für mich im Grunde Dampfen. Also klar, es ist ja auch Dampfen. Es ist ja auch nichts anderes. Hier wird ja kein Tabak verbrannt, beziehungsweise erhitzt. Es wird nicht die Molasse erhitzt. Wir haben hier keinen Tabak, wir haben hier keine Kohlen. Es ist eigentlich Strom. Ne? Also durch Strom wird das Liquid verdampft und dergleichen. Also Strom in den Coil und das wird dann verdampft. Und die Überleitung, denke ich mal, dass ihr die jetzt wusstet. Es ist keine Shisha. Also es hat im Grunde nichts mit einer Shisha zu tun. Ich sage nur, dass es für mich eine E-Shisha ist in dem Sinne, weil du hast das gleiche Prinzip einer Shisha. Ne? Also du hast, das geht runter durchs Tauchrohr, durchs Wasser, wird hochgezogen durch den Schlauch, du hast hier das Blubbern. Das ist der Punkt, warum ich sage, es ist im Grunde eine E-Shisha. Ich muss mal kurz die Akkus wechseln von der Kamera. So, Freunde, die Akkus wurden gewechselt. Wie gesagt, also es ist für mich eine E-Shisha. Oder das kann man E-Shisha nennen, weil es halt, wie gesagt, das halbe Prinzip ist von der Shisha. Im Grunde ist es für mich aber eigentlich nur eine E-Zigarette, die auf der Shisha drauf ist. Wer jetzt dieses Shisha-Feeling haben will und trotzdem gesünder rauchen will, rauchen in Anführungszeichen, ich weiß, dass es Dampfen ist, ich bezeichne sowas nicht als Rauchen, sondern als Dampfen, aber wer gesünder rauchen will, der, für den wäre das was so, also für den wäre das wirklich so eine Alternative, wo er sagt so, ey, ich will mein Shisha-Feeling haben, ich rauche, weiß ich, jeden Tag einen Kopf so und es ist mir zu viel und ich möchte es ein bisschen gesünder haben, so vielleicht so, denn für den, sage ich, für sowas ist das so. Oder für Leute, die sagen, ich mag total diesen Rauch so, also ich mag total das von der Shisha, das am Schlauch ziehen, das entspannt sitzen so. Und ich mag aber dieses ganze Tabakgedöns nicht so, ich dampfe nur so eine Dampfsteine und ich dampfe nur diese Dampfpasten so, weil ich nicht so ein Nikotinfreund bin und generell diese Schadstoffe aus dem Tabak so.
Für den ist das auch eine Alternative, weil Dampfsteine zum Beispiel auf keinem anderen Prinzip basieren, wie das zum Beispiel, nur dass Dampfsteine durch Kohlen erhitzt werden und dadurch verdampft die Molasse da drauf so oder das, ja, die Molasse da drauf. Und ähnlich ist das Prinzip ja auch so, weil du dampfst ja in dem Sinne auch nur das. So bei Shisha, also bei normalen Shisha-Tabak ist das immer noch ein bisschen was anderes. Aber ich sag mal, es ist cool. Es erinnert mich halt wirklich hart an Dampfsteine so. Weil mir fehlt was. Ne? Mir fehlt ganz klar was. Ich habe jetzt auch Liquid mit Nikotin drin. Man kann auch Liquid ohne Nikotin reinmachen. So, Freunde, bevor ihr das hier wieder fragt, so, ihr könnt auch Liquid ohne Nikotin reinmachen. Das ist kein Problem. Für mich ist halt immer noch so, ich finde Nikotin für mich einfach ein bisschen angenehmer. Weil das mir ein bisschen mehr gibt. So, denn ansonsten ist halt ist ein anderes Thema, Freunde. Aber man kann es auch ohne Nikotin verwenden. Man muss jetzt kein Nikotin da reinmachen. Können wir nochmal einen Zug hier nehmen? Also das Prinzip ist relativ einfach, kann man sagen halt. Also eine Zugautomatik, wie gesagt, feuert er durch. Aber jetzt will ich euch zeigen, dass das Ganze wirklich auch einfach funktioniert. Das heißt, wir haben hier die Pfeife, wir ziehen das einfach hier ab. Ne? Wir ziehen diesen Kopf hier einfach ab. Hier haben wir den. Und dann, ohne Cut hier, mache ich hier einfach mal die Kopfdichtung rauf. Weil irgendwie brauche ich bei dem am Schluss die Kopfdichtung. Das sollte man ja da haben, wenn man eine Pfeife hat. Dann mache ich das einfach hier oben rauf. Na, jetzt hält sie nicht perfekt, jetzt ist hier oben ein bisschen feucht. Jetzt hält sie ein bisschen besser. Ja, ich hoffe, es springt mir nicht gleich runter, aber wird schon nicht. Gut, jetzt habe ich das da oben drauf. Ohne Cut hier einfach, damit ihr seht, wie einfach das funktioniert. So einfach funktioniert die ganze Sache. Also, du kannst es einfach raufstecken. Und kannst losdampfen in dem oder losrauchen. Also kinderleicht, Freunde, das ist kinderleicht, also die Handhabung einfach auf andere Shisha rauf, so wirklich kinderleicht. Wie gesagt, man kann auch mit den Wattzahlen spielen, also man kann ein bisschen höher gehen, man kann ein bisschen runter gehen, das kann man halt, die Dampfmenge, die man haben möchte, kann man so entscheiden. Es gibt, wie gesagt, auch eine 200 Watt Variante, habe ich ja auch schon mal gesagt. Und ja, wir können noch mal ein, zwei Züge nehmen hier, bevor ich so zum Endfazit bzw. zum Preis komme, Freunde. Ja, kommen wir mal zum Endfazit, Freunde. Was halte ich nun von dem Ding? Also ich finde es cool für unterwegs. Für unterwegs finde ich es relativ cool so. Man muss nicht den ganzen Kladderadatsch mitnehmen, man kann seine Pfeife mitnehmen, sich draußen hinsetzen. Dann für Leute, die halt wirklich was Gesünderes haben wollen. So. Also ich sage nicht, dass Shisha komplett gesund ist und ich sage auch nicht, dass Dampfen komplett gesund ist, aber es ist was Gesünderes als Shisha, muss man halt in dem Sinne zugeben. Dann ist es halt für Leute, die vielleicht mit dem Tabak nichts anfangen können. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, ey, ich krieg Kopfschmerzen davon oder sonst was. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die können überhaupt nicht rauchen. Also mittlerweile gibt es ja auch, sorry, dass ich sage, aber es gibt ja mittlerweile jede Krankheit so. Also du kannst ja auch, keine Ahnung, gegen Wasser allergisch sein und nichts gegen die Leute. Aber dass es einfach so für Leute ist, die ja trotzdem dieses Shisha-Feeling gerne erleben wollen. So. Für die ist es zum Beispiel auch was. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, der dampft nur, der findet aber das mit der Shisha zum Beispiel richtig cool. Also der sagt, der raucht keine Shisha so, das mag er nicht, aber er mag dieses Feeling so mit dem Schlauch da sitzen, entspannt so. Das mag er total und er meint so, so ein Shisha-Kopf, so ein E-Shisha-Kopf würde er sehr, sehr gerne mal ausprobieren, so wie das ist so. Er findet das zum Beispiel cool, dieses System. Also haben wir zum Beispiel zusammen mal ausprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, stimmt, da waren wir in London gewesen. Da war so eine Bar, die sowas auch hatte. Und da hat er auch gesagt, so, er findet einfach dieses Feeling cool, so mit einer Pfeife und so. Und er meinte mal, dass ich mir so ein Ding besorgen soll, damit er es mal ausprobieren kann und bla bla bla. Aber es ist halt so, ja, also für mich persönlich sage ich, ich habe meine E-Zigarette. So, ich habe meine E-Zigarette. Und damit kann ich dampfen. Und wenn ich Bock habe auf eine Shisha, dann haue ich mir eine ganz normale Shisha mit Tabak und Kohlen an. Also es ist halt, es ist ja halt für die Leute, die ich eigentlich erwähnt habe. So. Also für mich persönlich ist es halt, ich stehe auf Tabak und Kohle und ich stehe halt auf dieses klassische Dampfen mit der E-Zigarette mit in der Hand. So.
Ich werde es klar auch mal verwenden, so, weil ich das Ding jetzt da habe, so, dann werde ich es auch mal damit dampfen, so, auch immer mal, so. Also jetzt nicht das Problem. Übrigens, weil ich voll vergessen habe hier, fällt mir ja kurz vom Ende ein. Die Coils sind in Ordnung. Also die sind vom Geschmacklichen her, sind sie, also sie sind nicht schlecht so. Es ist jetzt nicht das Geschmackswunder, so wie ein Selbstwickler zum Beispiel. Vielleicht kommt ja auch ein Selbstwicklerkopf dafür raus, wäre mal richtig geil so. Aber ist in Ordnung, der Geschmack. Also kann ich nichts gegen sagen. Kommen wir mal aufs Preisliche. Vom Preislichen her liegt die 100 Watt Variante bei 100 Euro, die 200 Watt Variante liegt bei 110 Euro. Also das ist der Preis für den Kopf, sage ich mal, also für das Gerät. Für ein Kabel bei der 100 Watt Variante ist halt noch ein Ersatzcoil bei der 200 Watt Variante nicht. Ein 5er-Pack Coils für die 100 Watt Variante kostet 20 Euro und für die 200 Watt Variante kosten 3er-Pack Coils auch 20 Euro. Also vom Preis von den Coils, das ist relativ Standard so, ich finde es immer noch ein bisschen also generell, aber es ist okay, ne? Ich finde es vom ganzen Preissegment so, also ich habe mich schon ewig danach, ich habe schon bestimmt das ganze Internet nach so ein Dingern durchforstet, welche Hersteller es da gibt, bla bla bla. Es ist, es gibt ein paar Dinger, ne? Es gibt da ein paar Hersteller, aber es gibt ein paar Hersteller, nur wenig Hersteller, die es meiner Meinung nach richtig machen. Und das ist zum Beispiel einer davon. Weil, also, dass der es richtig macht, der Hersteller, weil du hast keinen eingebauten Akku. Das finde ich zum Beispiel bei den Dingern immer richtig schlimm, ey, wenn die einen eingebauten Akku haben, weil wenn das Ding leer ist, dann ist es leer. So kann ich jetzt einfach Batterien tauschen und oder Akkus tauschen, neue Akkus reinmachen. Und ich finde das ganze System, also du kannst wirklich die Wattzahl genau eingeben. Bei den anderen hast du immer meist nur 10er-Sprünge und dann geht das nur bis 40 Watt und keine Ahnung so, weil ich dampfe zum Beispiel immer auf 100 Watt und da finde ich es 70 so, wo ich sage, das finde ich hier wirklich angenehm. Drunter würde ich fast gar nicht, also ich persönlich jetzt für mich gar nicht dampfen damit. Also im Grunde kann ich sagen, es ist eine coole Sache, es hat aber in dem Sinne nichts, es hat für mich nicht das gleiche Feeling wie mit Tabak und Kohle, aber es gibt dieses Feeling von, du hast den Schlauch in der Hand, du hast dieses Blubbern, ne, du hast diese Pfeife so, und das Feeling wirft es schon auf, aber das hat halt nicht dieses Feeling wie mit Tabak und Kohle, das ist immer noch ein bisschen was anderes. Ansonsten kannst du klar Liquids da reinmachen, welche du willst, so Hauptsache es ist Liquid, also egal ob mit oder ohne Nikotin, egal ob jetzt süß, sauer, kühlend oder weiß ich was, das ist komplett banal, du kannst da jedes Liquid reinhauen für die E-Zigarette. Also, Kaufempfehlung ja oder nein, man muss es selber entscheiden. Man muss es selber entscheiden. Also wie gesagt, ich habe die Leute genannt, für die es was ist, ansonsten, ja, ist halt was Einzigartiges, muss man sagen. Also nicht Einzigartiges, sowas gibt es ja schon am Markt, aber ich meine in dem Sinne, es ist einzigartig, weil es diesen Spagat halt zwischen E-Zigarette und Shisha hat. So, deswegen finde ich sowas einzigartig. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas mal geben wird. So. Also gibt es ja schon ein paar Jahre so am Markt, aber ich hätte wahrscheinlich nie gedacht, wo ich angefangen habe mit Shisha, dass es sowas mal geben wird, weil ja, dieser Spagat ist halt krass, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Gut, Freunde, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, die ganze Sache ist in der Beschreibung verlinkt. Sei es jetzt das Gerät, sei es jetzt die Ersatzcoils, sei es jetzt die Akkus, Freunde. Also könnt ihr euch das sehr, sehr gerne gönnen, wenn ihr das möchtet. Und von mir war es das, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt links nach Schreiben, sehen wir uns im nächsten Shisha- oder Dampfer-Video wieder, Freunde. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch, beziehungsweise an die Dampfer-Freunde, guten Dampf. Ist heute mal ein Video für zwei gewesen, ne? Also für die Shisha-Raucher und für die Dampfer. Gut, Freunde, bis dann, macht's gut. Haut rein. Nicht mal damit kriege ich Ringeln. Hat nichts mit dem Ding zu tun. Ich bin einfach zu blöd dafür.